Leute, unser heutiges Thema ist Orte, an denen du niemals schwimmen solltest. Bubble Creek ist der Spitzname eines Flusses, der in Chicago liegt. Jedoch hat dieser Fluss was extrem Komisches und Ekliges an sich. Der Name des Flusses stammt von den Gasen, die aus dem Flussbett, aus dem Abfluss von Blut und Eingeweiden in den Fluss im früheren 20. Jahrhundert durch die lokalen Fleischverpackungsfirmen verursacht wurde. Dies bedeutet im Klartext, dass im Wasser Blasen entstehen, wie beim Kochen vom Wasser. Samusan Hole liegt im Golf von Thailand und ist ein sehr beliebter Tauchplatz. Aus verschiedenen Gründen ist er jedoch auch sehr gefährlich. Zuerst einmal ist es die Tiefe. Mit 85 Meter sollte dies nur von professionellen Tauchern mit der richtigen Ausstattung gewagt werden. Eine weitere Gefahr sind die starken Strömungen in dem Gebiet. Einem Taucher ist es passiert, dass er meilenweit von seinem Einstiegspunkt wieder auftauchte und von einem vorbeifahrenden Fischerboot gerettet werden musste. Die letzte und wohl größte Gefahr im Samusan Hole sind die unentdeckten Bomben, die sich über den gesamten Meeresboden erstrecken, da hier ursprünglich die Sprengstoffe des Militärs entsorgt wurden. Yenisei River ist ein Fluss in Russland, darin auf gar keinen Fall schwimmen solltet, denn es ist radioaktiv verseucht. Forscher haben es herausgefunden, als die umliegenden Städte Krankheiten und Fehlgeburten plagten. Studien haben gezeigt, dass der Yenisei an einer Verunreinigung leidet, die durch radioaktive Ableitung aus einer Fabrik verursacht wurde. Diese Fabrik erzeugte Plutonium. Der New Simran Beach in Florida gilt als einer der gefährlichsten Strände der USA. Gemeint sind die Tigerhaie und Wale, die der Küste gefährlich nahe kommen. Schon häufiger kam es in Vergangenheiten zu unbeliebsamen Begegnungen zwischen Mensch und Hai, manchmal mit tödlichem Ausgang. Über was soll ich als nächstes ein Video machen? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt natürlich einen dicken, fetten Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.